Hier haben sie mächtig übergebaut. Sieht man gleich, wenn ich die Sage mal abnehme. Dann bin ein bisschen fleißig. Eimer runter, Futtereimer. Das Zeug ist super Brennmaterial für den Smoker nachher. Schon ist der Eimer frei. Dann machen wir da am besten gerade auch das überschüssige Wachs rein. Jetzt habe ich hier leider keinen Rauch. War zu faul, die Pfeife anzumachen, aber das geht auch so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Sauerei, weil wir da schon eingetragen haben. Ja, das kommt vor, wenn man sich da doch ein bisschen verschätzt. Scheint ein starkes Volk zu sein. Sitzt auf zwei Zagen noch. Hat zweimal einen Futtereimer gekriegt. A 7 Kilo Zucker mit 5 Liter Wasser. Aber das ist schönes Wachs, was man jetzt hier so ernten kann. Kreuz und quer haben die hier gebaut, wie es denen gerade passte. Ist das so warm, dass man das Wachs kaum halten kann. Das schmilzt hier oder gibt nach den, zwischen den Fingern. Wieder die Bienen abkriegen. Na, das hatten wir gerade sauber. Schön, sehr welche dran. Schöner wäre es, wenn man dann doch Rauch oder Wasser wenigstens dabei hat. Dann wäre das ein bisschen einfacher hier. Da
Bei so friedlichen Bienen ist das alles kein Problem. Nur aufpassen, wenn man nicht so viele quetscht. So, hier sind jetzt noch lauter Bienchen zugange. Säurelappen immer nur mit säurefesten Handschuhen anfassen. Ein bisschen Gelegenheit lassen, dass sie weglaufen können. Immer gucken, dass die Fluglöcher offen sind.